Hallöchen und willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Episode 5, Kapitel 6. Verrat über Bespin, das Finale von Episode 5. Und ich hätte das Spiel vielleicht neu starten sollen mit dem ganzen Lag-Konzert. Ja, das wird gefühlt immer schlimmer. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, weil es alles versaut hier. Küss die Hand, schöne Frau. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich geh mit ihm. Was ist das denn? Da macht der Verrat auch Sinn, natürlich. Keine Sorge, Süß, ich habe einen Plan. Das soll dein Plan sein! Hä, was hat er jetzt gemacht? Ich hab halt null Ahnung von allem. Wieso spiele ich jetzt mit dem? Der uns hier verraten hat, der Penner. Denke ich, ich habe keine Ahnung. Ich gehe nur von dem aus, was ich gesehen habe. C3PO. Nee, Quatsch. Doch C3PO. R2D2 ist der Kleine. Ich muss es mir langsam merken. Was war das? Warum hat mein Handy genervt? Die ganze Zeit über hatte ich jetzt Ruhe, jetzt geht's wieder los. Hallo? Du Spacken. So. Aha. Das ist so ein Kopfgeldjäger-Typ. Kopfgeldjäger und er. Wir haben jetzt nur Chewbacca und Leia dabei. Und den Typ, den ich eigentlich nicht spielen will. Jo. Aua. Ah, schießen kann ich auch. Bleibst du stehen, du Schuft? Du Schuft? Kann hier jemand bauen? Nee, aber ich kann das nicht. Sie kann nur hangeln, er kann auch nichts. Wo geht's weiter? Ah. Er macht auf, wie praktisch. Hier wieder. Autsch. Alles kaputt machen. Wo ist C3PO? Stimmt, der ist ja weggelaufen. Der hat ja einen Freund gefunden. Du bist ein Spacken. Hauptsache ich schieße dich ab. Es macht einfach nichts. Es sind lauter Zivilisten, die dazwischen laufen. Ne? Ich will euch nicht angreifen, das kann aber passieren. Wer muss da? Ne? Sehe ich gar nichts. Nervt mich nicht beim Aufbauen. Hallo. Jetzt habe ich den Zivilisten geklatscht. Wenn man sich eingemischt hat, bin ich. Zwei von drei. Wo geht's? Da lang zwei. Wo kommst du jetzt her?
Mit David müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Backtracking. Ein, zwei Türen gab es für dich dann doch. Euch will ich überhaupt nicht auseinandertreten. Die anderen. So, da ist eine Tür. Wo kommt der Dampf jetzt her? Mach mal weg hier, was soll denn das? Okay, ich kann ihn damit ein bisschen stunnen, das ist auch schön. Ihr schlagt eine Frau zusammen, dann macht sie das mit euch auch so. Ein paar Slaps hier verpassen. Hab ich gar nicht mitgemacht hier. Bisschen Dots nehme ich immer, auch wenn das eigentlich nicht nötig ist. Da muss er dran, genau. Hier ein bisschen Strom dran oder wie? Ja, irgendwie sowas. Oh, noch ein paar Einzel. Ah, guck mal. Warum? Was ist denn hier passiert? Hey, wieso bin ich auseinandergenommen? Na, schön, dass du wieder da bist. Ja, der richtige Roboter für diesen Job. Hier vorne mit ihm auch noch eine Tür, ne? Nee, das war er. Aber mit C3PO glaube ich auch noch was. Alles ganz chillig und ganz gemütlich. War doch was, oder habe ich das jetzt irgendwie verwechselt? Nee, habe ich nicht. Achso, okay. Ja, dann nehme ich mal so ein Kit mit. Noch rum wie aufgescheuchte Hühner. Hier ist doch nichts mehr. So. Gegner sehe ich hier keine mehr. Ich so vor dem Weglaufen müsste. Okay. Ja gut. Das hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Zumindest nicht mit den Charakteren, die da vorne sind. Oder? Mach's mal auf. We have a job to do. Ist das irgendwie die Himmelspolizei? Die Galaxiepolizei oder was? Tupaka räumt auf. Oben ist noch eins, was weg muss. Mach das mal kaputt, das stört mich. Warum schießt du da nicht drauf? So geht doch. Das musst du sogar. Für ein Auto. Ja gut. Warum auch nicht? Nee, ich wollte doch den Helm.
Sie nimmt ihn nicht. Okay. Meine schöne Frisur. Kriegst du den? Kränzchen oder was? Wo muss der Sturmtruppler rein? Hier. Juhu! Das andere war vielleicht irgendwas anderes. Medikit, ja. Medikit, wenn mir das Ding ist. Da habe ich den Helm verloren. Ja. Muss ich wieder irgendwo was kaputt machen, damit die aufhören zu spawnen? Ah. Ich musste euch kaputt machen, um was spawnen zu lassen. Okay, bisschen Hacker. Hui! Hippa! Da muss ich zweimal jemanden rüber befördern, hä? Komm ich gar nicht hin. Vergiss uns nicht! Ja, ja. Ich zeige ihn nur bis hier. Hä? Was ist denn für ein Beschiss? Was mache ich jetzt wieder falsch? Die kommen da nicht. Das Ding kommt da nicht rüber mit die zwei. Obwohl doch, das reicht gerade für da. Der Kleine kann ja auch so rüberfliegen, eigentlich. Obwohl, es geht. So, alle ready? Rein in den Aufzug. Man könnte doch wenigstens auf den anderen, auf die anderen warten. Ihr zwei? Ach, da wartet der Aufzug. Aber wehe, ich fahre da hoch, dann geht er alleine ab. Oder? Okay. Bisschen Laser-Action. Hier am Start. Was wird jetzt hier von mir verlangt? Ja, war zu erwarten, ehrlich gesagt. Ich vergesse immer, dass er auch schweben kann. Aber jetzt ist es sehr wichtig. Kommt ihr rüber? Pfeife, ihr Penner! Du kriegst sogar eine durch die Wand. Okay, ein bisschen verschieben. Wenn das denn mal ginge. Frage ist, wohin muss ich es verschieben? Das Ding kann man noch kaputt machen. Nur ein bisschen Platz für... Ja, wie kommt er jetzt hier rüber?
müssen wir doch anders regeln. Guck mal. Jetzt kannst du rüber. Es ist immer ein bisschen blöd mit zwei anderen Decken sowieso. Vor allem einem, der nichts alleine kann. Also ich meine, S2D2, der kann ja noch ein bisschen schweben, aber er... Der ist ja nur wirklich nicht wirklich zu irgendwas fähig. Zumindest hier im Spiel. Macht ein, zwei Türchen auf und... aber wichtige Türen, das ist doch... Oben schießen ist schwer, ne? War leer. Umschießen ist echt ein Krampf. Da sehen wir, wie das Mob. So. Richtiger Winkel, keine Ahnung. Ich stehe jetzt extra hinter den Ecken. Erwarten Angriff. Das ist alles sehr vorhersehbar. Ja, hier kann man nichts machen. Zumindest sie nicht. Ist zu weit. Okay, dafür ist das nicht gedacht. Ich muss da drin noch was machen. Du kommst durch Dampf nicht durch. Hier ist auch was, was ich nicht machen kann. Instant Tötungsdampf. Ich muss darüber wahrscheinlich. Aber man kann ja auch hier rauf, aber wozu? Dafür ist es wieder nicht richtig springen. Wenn ich kann, da drüben doch. Bring bloß nächstes kaputt schießen. Kann jemand durch den Dampf durch vielleicht? Natürlich kann jemand durch den Dampf durch. Ich nehme es zurück, dass er nichts kann. Die beiden sind ja schließlich Roboter. Die juckt der Dampf nicht. Lass mich mal machen. Mal aus hier den Schnodder so. Anstöpseln und dann betätigen. Ah.
just raise it, hoppla. Ich wollte dir keine runterhauen. Mann. Euch schon eher. Ihr ist ein bisschen viel los auf einmal, ne? Und ihr macht halt nichts dahin. Wisst ihr, wie ihr es eigentlich mal Ruhe mit euch wünscht? Wer hat das Nest aufgelassen? Ja, am Ende keine Klamotten an, kann das sein? Der hatte nur einen Helm auf. Ich glaub schon. Komm mal denn da hoch? Egal. Nein, hier. Geschafft, Episode 5 abgeschlossen, super Story freigeschaltet. Lando Calrissian. Okay. Langsam fühlt sich alles. Soweit ich das mit normalem Durchspielen erfüllen kann. Die Hand. Okay. Jetzt geht es noch darum, den anderen da zu retten, wenn der noch zu retten ist. Gut, das war Episode 5. Jetzt muss ich hier raus. Einmal hier lang und da rein. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wäre beim nächsten Mal Episode 6 angesagt. Jabba's Palast. Oh, Kapitel 1. Okay, bis dann.